Vielen Dank erstmal, dass ihr da seid, so wie ihr da seid, dass ihr zuhört, euch vielleicht Gedanken macht oder keine. Ich habe mir heute auch wieder ein paar kurze Gedanken aufgeschrieben, auf einem Zettel, man merkt es ja nicht mehr, ab einem gewissen Alter. Und dazu gehört, dass heute Tag des Bieres ist. In diesem Sinne werde ich dann noch eins aufmachen. Heute ist aber auch St. Georgstag. Finde ich ganz interessant, dass der St. Georgstag genau am Tag des Bieres stattfindet. Auch was Schönes. Und dann wollte ich euch noch was ganz Wichtiges sagen. Eigentlich müsstet ihr schon einen richtigen Hörschaden haben. Ich habe ausgerechnet, wie viele Minuten ich euch bisher beschallt habe. Ihr dürft schätzen, wahrscheinlich liegt ihr falsch. Es sind ca. 860 Minuten, entspricht 14, hält keiner aus. Aber schön. Ihr Vogel auf dem Brot! Bist damit erst nicht auf dem Hof, niemals vorbei, man nur mittendurch. Der Weg ist wichtig, nicht das Ziel, als es wichtig.
immer wann der Frühling kommt, ist glücklich wie dein junger Hund. Dein Schlafsack ist schon griffbereit, deiner Freund kommt an dir sei freut. Und bist du fort, Trams von der Hand, von dort und immer noch von Porto von Trams, bist wieder unterwegs. So ein Mensch wie du ist dauernd unterwegs, der so fein kommt, scheuig ist. Doch wann ein Reisender wie du am Bahnhof steht, und falls ein Abschiedsschmerz ihm fest ins Herz, alten Freund, die Gände ab, die haben Familie und einen fixen Job. Hast du an ihm, es hast du nicht drauf, drum wärmst dich gern bei ihnen auf. Die Geschichten, die so ich dann erzählt, die spielen in einer fremden Welt und du bist unterwegs. Nichts länger in im selben Bett, dann denkst du dir, na, so geht es nicht. Weil so viel andere Ahnung gibt, wo kommt man hier, wenn man nur eine liebt? Du möchtest vielleicht viel länger bleiben, doch keine kann deine Angst vertreiben und du bist unterwegs. So ein Mensch wie du ist dauernd unterwegs, so beim Kummer schon geht. Von einer Reisende wie du am Bahnhof steht, im Vollzeitabschiedsschmerz und fährst ins Herz. So wie ein Vogel auf dem Draht, hast immer nur deine Freiheit gesucht, bis deine, der es nicht aufgeben hat. Niemals vorbei, man nur mit dem Dolch, der Weg ist wichtig, nettes Ziel. Als es richtig nix ist für dich und du bist unterwegs. So ein Mensch wie du ist dauernd unterwegs. Das auf mein Kommen scheu geht. Doch wann ein Reisender wie du am Bahnhof steht, dem fällt sein Abschiedsschmerz ganz fest ins Herz. Vielen Dank. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich sage das auch aus folgendem Grund. Ich war heute tatsächlich nach einem Telefonat ein bisschen geschockt. Es ist also eine Bekannte von mir, die mich angerufen hat und die mir gesagt hat, du stell dir vor, Tom, es ist sozusagen eine Kollegin von mir, die im Pflegedienst arbeitet, ist heimgekommen, war Corona-positiv. Und zwei Wochen später ist die Mutter von ihr gestorben. Man darf es bei all dem nicht vergessen, dass viele Menschen auch sterben und dass das natürlich nicht natürlich ist und vollkommen normal, sondern schon auch eine Sache ist, die diese Menschen ganz, ganz sehr berührt. Und deswegen sind heute meine Gedanken, heute Abend tatsächlich auch bei den Menschen, die vielleicht in großer Traurigkeit oder sicher in großer Traurigkeit sind über den Verlust ihres Lieben oder ihrer Lieben. Wo friedliche Gewässer fließen. Restless heart has been a long time.
He's my inspiration, and she's my rally cry. And he knows he's the only place I know. And if you don't know by now, you never will. Only love can find the door. And if you could see it now, it's in your hand. Only love can lead to shore forevermore. Vielen, vielen Dank. Jetzt will ich mal Danke sagen. Erst einmal Michael Bohl, danke. Ich habe jetzt tatsächlich ein Foto gesehen, wenn der die Aufnahme macht. Das ist lebensgefährlich. Das macht er auch am Dach. Brettlerei geklemmt, also das ist schon respektabel. Ich würde ja runterfallen, aber er hat es halt draufgestellt, damit es auch andere Menschen hören können. Dafür vielen Dank. Danke an dich. Und dann gibt es eigentlich noch einen Dank. Das ist mir gerade wirklich sehr wichtig, auch weil eben diese tragischen, Vorfälle ja immer wieder sind und Menschen dann tatsächlich an diesem Virus sterben. Ich sage Danke an die Menschen, die im Pflegedienst tätig sind, die in Krankenhäusern arbeiten, die Mediziner sind und die wirklich tatsächlich viel auf sich nehmen. Da ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut ganz gewaltig. Ihr habt inzwischen 860 Minuten durchgehalten. Finde ich gut. Haltet durch. Ich würde gerne morgen wieder kommen, falls es euch nervt. Macht ihr einfach die Tür wieder zu, das Fenster zu. Oder fahrt mit eurem Auto dahin, wo es euch gefällt. Oder ihr fahrt hierher. Und hab ich euch still und spürt, dass sonst alles wahr stimmt. Die Zeit hat Bestand, wenn wir sind beieinander, weil alles für den Musiker gilt. Die Zeit hat Bestand, wenn wir sind beieinander, weil alles für den Musiker gilt. Weil man die Zeit auch nicht anhalten kann. Drum müssen wir jetzt auseinander. Wir stellen uns mein Gras, Singer noch an. Und ich wink zum Abschied mit die Hand. Wir stellen uns mein Gras und dann sing ich halt noch eins. Und wink zum Abschied mit der Hand. Wenn auch die Krise noch immer ist mir vorbei und mancher ganz zweifelt, mancher schweigt,
Wir halten es aus und bleiben am besten zu Haus. Das Ganze geht da bald vorbei. Wir halten es aus und bleiben halt zu Haus. Das Ganze geht da noch vorbei. Ihr braucht ja keine Angst haben, das wisst ihr genau. Und ihr verlasst euch mal drauf. Die Musik kommt vom Balkon, das ist halt immer so. Das kann gar nicht anders sein. Die Musik kommt vom Balkon, das ist halt immer so. Das kann gar nicht anders sein. Ich habe mir gestern Abend kurz Gedanken gemacht. Es war ein kurzer Gedanke. Soll ich aufhören damit? Soll ich vielleicht es tatsächlich beenden, um die Menschen wieder in den Alltag auch wieder zu entlassen? Ich glaube, es ist noch nicht so weit. Ich hoffe, ihr habt etwa die gleiche Meinung. Alles gewahrt, an das Gute geglaubt, setzen auf unser Glück und es kommt bald zurück. Wir haben alles versucht und wer hätte es gedacht, bald haben wir es wirklich, haben das wirklich geschafft. Es ist die Freundschaft, die uns hilft, sich das zu trauen, nur zusammen können wir alle schaffen, denk an all die Sachen, die du dich alleine nicht brauchst, denn nur gemeinsam sind wir stark, dann ist alles möglich, alles möglich. Alles möglich. Wir sind mehr als ein Team. Es ist schön, das zu sehen. Wir können stolz auf uns sein. Keiner ist ganz allein. Wir alle halten zusammen. Gerade das macht es aus. So kommen wir sicher aus der Krise heraus. Freundschaft, die uns hilft, das Glück zu finden. Nur zusammen können wir alles schaffen, egal die Sachen, die du dich alleine nicht traust. Denn nur gemeinsam sind wir stark, dann ist alles möglich. Alles möglich, wir können alles schaffen, egal die Sachen, die du dich alleine nicht brauchst. Nur gemeinsam sind wir stark, dann ist uns alles möglich, alles möglich. Die Zeiten sind hart, aber wir bleiben am Start. Wir kommen aus dieser Krise, ich bin auch wieder heraus. Wir bleiben tapfer, singen ein fröhliches Lied. Ja, mit dieser Kraft wird Corona besiegt. Es ist die Hoffnung, die uns stärkt.
gelernt, das durchzustehen. Nur zusammen, nur zusammen. Welt ist auf den Kopf gestellt. Es hat wohl keiner gedacht, was so ein Corona macht. Jetzt ist es Zeit, sich neu zu besinnen und mit neuen Ideen das Glück zu besinnen. Das sind die Lieder, lasst uns jeden Tag neu beginnen. Wir können dankbar sein für all das, was wir haben. Wir leben in Vorsicht, halten uns zurück und bleiben daran. Alles braucht seine Zeit. Es wird schäumen hoch. Trotz all dieser Pein, hier ist keiner allein. Bleiben Freunde, die uns jetzt auch begleiten. Nur zusammen, nur zusammen können wir alles schaffen, der Kanal, die Sachen, die du dich alleine nicht brauchst. Denn nur gemeinsam sind wir stark, dann ist alles möglich. Alles möglich, wir können alles, egal die Sachen, die du dich alleine nicht brauchst. Nur gemeinsam sind wir stark. Alles möglich, bleibt alles möglich. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, bleibt schön gesund, achtet auf euch und auf eure Mitmenschen, aber habt nicht zu große Angst. In der Angst steckt hundertprozentig nicht nur das Gute drin. Alles Gute und einen schönen Abend für euch. Vielen Dank.